hier unsere neue Kollegin, die Rettung der Station. Kinder, ich möchte euch hiermit unsere neue Assistenzärztin vorstellen, Frau Dr. Schönfeld. Ihr Mann ist hier im Haus der große Geldfuchse. Also benehmt euch anständig, sonst wird euch vielleicht noch der Nachtisch von ihm gestrichen. Also bitte, was ist das? Ein leichtes Atemnotsyndrom. Falsch. Das ist einfach nur ein schlechtes Röntgenbild. Sehen Sie hier? Völlig verwischt. Die Junge braucht Surfactant. Und eine gute Ärztin, Frau Schönfeld, weiß auch die Risiken der Technik einzuschätzen. Frau Schreiner, es war schon ziemlich fahrlässig, Nadine erst jetzt hierher zu bringen. Aber Ihr Vater... Ja? Er mag keine Krankenhäuser. Tja, wer mag schon Krankenhäuser? Es geht hier um das Leben Ihres Kindes. Wie? Gut, deinen Platz kann ich freimachen. Dann gebe ich grünes Licht, okay? Und, Lea, rechne mal vorsichtshalber mit dem Schlimmsten. Soll ich dir sagen, warum ich in die Chirurgie gewechselt bin? Warum? Weil ich dabei alles im Griff habe. Die Quälgeister kommen mit ihren Beinbrüchen an Platzwunden zu mir und hopp, schon haben wir es geregelt. Aber bei diesen Frühchen... Der Zustand von dem Kind hat sich traumatisch verschlechtert. Sie ist schon ganz apathisch. Sieht nicht gut aus. Das ist ein Wahnsinn. Gebete statt Antibiotika. Na ja, Gott, vergelt's. In der Luft erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal. 2, 3, 4. Ist das dein Ernst? Es gibt nichts Besseres. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn die kitzeln. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch der...